Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Oh, no! Aloy, es tut mir leid. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Wir haben die Erprobung erfolgreich gemeistert. Aber dafür sind viele, viele gestorben. Unter anderem Rost, unser Ziehvater. Und das ist natürlich gar nicht schön. Entschuldigt für die Pause. So. Der Schnitt an Aloys Hals, den sie auf jeden Fall noch hatte, von diesem Mistkerl, der sie da bedroht hat, ist verheilt. Das heißt, sie war wirklich lange hier im Berg. Schauen wir uns erstmal um. Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Okay, die Tür können wir jetzt öffnen. Ich muss weiter suchen. Natürlich schauen wir uns erstmal alles an. Kerzen überall Kerzen. Eigentlich interessant, weil das ist nichts. Im Prinzip auch eine Ruine. Der Metallwelt. Ich empfange eine Art Signal. Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum? Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Die sind wichtig. Lasst euch die nicht entgehen. Tja, ja.
Da sind gerade furchtbare Dinge passiert und sie hat es definitiv auf Aloy abgesehen. Warum? Das gilt es herauszufinden. Da, mit meinen anderen Sachen. Kannst du mir zeigen? Ah. Eine Audiodatei? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Jetzt wird's ja spannend. Wer war die Frau, die Aloy zum Verwechseln ähnlich sah, bis natürlich auf die Haare und die Tatsache, dass die Frau deutlich älter war als Aloy? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ich bin ja dabei. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist.
Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ist sie die Frau, die ich sah? Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Mann, 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 da ist eine Menge passiert jetzt in den letzten 20 Minuten. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Wir folgen meinem muttergegebenen Schicksal auch gleich. Ich will mich nur noch mal richtig umsehen, das habe ich nämlich bisher noch nicht gekonnt. Hier lagen vorhin die Sachen, okay. Jetzt hänge ich schon wieder irgendwo fest. Verliert man leicht die Orientierung. Noch ein Raum. Genau, hier war ja mein Lager. Hier bin ich aufgewacht. Hier ist einfach gar nichts. Gut, dann schauen wir uns weiter vorne nochmal um. Wir wissen jetzt, dass sie es auf Aloy abgesehen haben. Und ganz offensichtlich hat dieser Mutterberg, wie sie ihn hier nennen, sehr viel mehr mit der alten Welt und mit Aloy zu tun, als den Nora hier bewusst ist. Etwas ist beschädigt und deswegen wurde Aloy nicht erkannt. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden.
Jetzt lass dich ja reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Aloy kann jetzt im Prinzip alles machen, was sie will, um sich damit in Anführungszeichen strafbar zu machen. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Ich hätte es aber lieber gerne jetzt gewusst. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Ach, der arme Rost. Er war die ganze Zeit heimlich bei uns und hat über uns gewacht. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden.
Das wird sie. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Na dann. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Oh, werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Das brauche ich später noch. So. So viel zu hören, wie wir bekommen haben. Wir sind jetzt also eine gesegnete Sucherin. Dürfen im Prinzip jetzt also machen, was wir wollen. Ab jetzt beginnt das richtige Spielerlebnis, könnte man sozusagen sagen. Ab jetzt steht uns die Welt im wahrsten Sinne des Wortes offen. Zeig uns, wie wir Buße tun können. Dein Wille geschehe. Mörder! Ungläubig schmeichelt ihn noch. Mögen sie auf ewig vergessen. Von unseren Lippen zu Urmutters Ohren. Auf dem Weg nach unten gibt es unheimlich viel Heilung. Die Verderbnis kämpfen ist der letzte. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für dich. Spült den metallischen Geschmack weg. Wer hat jetzt viele gerettet? Ich? Bin ich jetzt auf einmal ein Segen? Erst war ich ausgestoßen und ein Fluch und jetzt bin ich auf einmal ein Segen. Die Leute drehen sie es hier auch so zurecht, wie sie wollen. Dieses kleine abergläubische Völkchen. Das hält sich. Das tut es. Wir sind fast voll. Es ist ein langer Weg nach unten. So, wir schauen mal, was wir hier wieder herstellen können. So, ein bisschen Holz nehmen wir noch mit. Und jetzt sind wir eigentlich auch voll. Ah ja. Fein. Jetzt schauen wir mal noch ein bisschen, was wir so ausluten können. Was passiert? So viel Blut wurde auf unserem gesegneten Land vergossen. Ich bin jetzt in letzter Zeit ein bisschen leiser gewesen, weil natürlich die Figuren für sich gesprochen haben. Na, da wollte ich natürlich jetzt nicht reinplappern die ganze Zeit. Warum sollte ich jetzt da auch noch reden, wenn es einfach nichts zu reden gibt, wenn alles selbsterklärend ist? Aloy! Ja, ich rede gleich mit dir, Tepp. Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja, sofort. Die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriere sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Warl und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, schnell erholt, aber der Dämon war zu schnell. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Warl ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bisher sind es 8 Gruppen aus... So, ich schau mal ganz kurz beim Herstellen, bei den Tränken. Okay,
Okay, dafür fehlt uns jetzt einiges. Die Hymne singen werden und mehr sind unterwegs. Von unseren Lippen. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Na sicher. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Das hat er lieb gesagt. Das hat er schön formuliert. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ich muss mich durchlassen. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Gut, ich will ja nicht verreisen. Ich habe eine Warum Mission. Sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene, so in der Art. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin, sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Okay, verstehe. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot. Oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meine. Stimmt's? Ach je. Okay, dann werden wir mal zu Resch gehen. Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy. Der Typ, der uns so überhaupt nicht leiden kann, ist ausgerechnet der, der uns jetzt hier durchhelfen muss. Na, fällt dir noch was zu mir ein? Nein. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Naja, seit ich eine Sucherin wurde. Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Ich schubse dich da gleich mal runter. Oh Gott, ich bin richtig sauer auf den. Am liebsten würde ich ihm die Faust ins Gesicht hauen, aber er entehrt natürlich die Toten, aber wer ist er schon, ne? Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so auf, wenn keine Vorgesetzten da sind?
Ich bin der Nora-Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin, also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Jetzt wird's wieder mal interessant. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Ruhe, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Licht hier. Auf Nahkampf? Glaub nicht. Ah, ich hab ihn. Jetzt haben wir noch die anderen Viecher mit platt. Einer von denen war unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Schauen wir uns gleich an. Wir sammeln nur erstmal alles ein, was geht. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den Läufern Besitz ergreifen konnte. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Kann er andere Maschinen übernehmen? Was ist dein Geheimnis? Wir gucken gleich. Lass mich doch erstmal looten, Aloy. Ich bin doch lootsüchtig. Okay, dann gehen wir uns mal angucken, was der für uns hat.
Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Ein Bewunderer mehr. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Kann Tipp uns noch viel was sagen? Glück da draußen. Und pass auf. Wir können jetzt Läufer, Stürmer, Breitköpfe und Wächter überbrücken. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Machen wir gleich. Hinla, wir gucken mal. Was können wir denn? Gratisproben sind immer schön. Hier ist nichts Neues bei. Holz haben wir jetzt gerade mehr als genug. Drahtzünder, das heben wir alles noch ein bisschen auf. Lohe brauchen wir auch noch. Gut, reicht erstmal. Wir haben es nicht so nötig. Okidoki. Dann schauen wir mal. Dann testen wir mal das mit überbrücken. Schauen wir mal ganz kurz nochmal. Wir haben Fertigkeitenpunkte. Was wird das hier? Schlag von oben. Jägerreflexe. Die stille Landung, Konzentration. Konzentration würde ich jetzt gerne mal machen wollen. Schlag von oben hätte ich jetzt ganz gern. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Was macht das? Pickup im Ritt. Ach, jetzt kommt das. Das kann man tatsächlich nur durch das DLC machen. Ne? Also alles, was jetzt hier kommt, kann man nicht ohne Frozen Wild spielen. Zum Beispiel Gegenstände auf dem Pferd einsammeln oder die Reitmaschine reparieren. Was noch viel besser ist, vom Pferd aus angreifen. So, wir machen erstmal ein paar Grundlagen. Leichte Speerangriffe, stille Landung. Hier Reflexe beim Springen. Was wollen wir denn später haben? Reitmaschine rufen, schwere Waffen tragen. Alles ziemlich wichtig. Ich würde sagen, wir sparen erstmal. Das, was wir jetzt haben, ist schon mehr als Standard. So, wo sind denn die nächsten Monsterchen? Da ist noch eine Pflanze, die wir einsammeln können. Du wirst mir sicher noch nützlich sein.
Sehr schön. Halt auch ein bisschen nach Fischen Ausschau, weil wir brauchen ja Fische, wie ihr wisst. Also hier muss ich schon durchschwimmen. Ach, hier sind wir. Wir sind jetzt in der Nähe von den... von den Pirschern. Und ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, irgendwo können wir gucken, was ich gerade... tatsächlich überbrücken kann. Hier kommen noch viele, viele Maschinen, die wir hier untersuchen können. Quests. Tutorials. Wir können noch den Scharfschussbogen aktivieren. Dann machen wir das mal noch. Dann suchen wir noch ein paar Wächter und erledigen das Tutorial. Die müssten jetzt hier eigentlich langsam mal kommen. Wo sind sie denn hin? Die Herde war doch immer hier. Ah, da hinten. Wollte ich doch sagen. Aber irgendwie sind die kleiner, oder? Wo sind meine Wächter? Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Es hat geklappt! Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Ey, mein Pferdchen! Du hast mein Pferdchen gehauen. Ich könnte es reiten. Und ich kann es reiten. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja, ja. So. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. So, ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Naja, sie könnten uns zum Beispiel im Kampf unterstützen. So, ich bin irritiert. Wo sind denn meine Läufer? Ach, Quatsch, nicht Läufer, meine Wächter. Hier waren immer Wächter. Und jetzt sind hier überhaupt keine mehr. Was war das gerade für ein Getöse? So, da kommt mein Reitmaschinchen. Das klappt also gut. Gut, dann schauen wir mal erstmal nach der Hauptquest. Rede mit Wahl.
Machen wir auch noch. Wo war denn unser Zuhause? Hier. Ich finde, es wäre nur gerecht, wenn wir... jetzt einfach noch Rust besuchen würden. Ich finde, das gehört sich so. Das machen wir auch mal direkt. Schauen, wie weit das Pferdchen noch mitreiten kann. Der Weg ist steil. So. Wir werden jetzt erstmal speichern und alles weitere morgen machen. Ich brauche eine Aufnahmepause, ich bin ziemlich müde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nächsten Folgen können wir wieder ein bisschen mehr auch über das Spiel reden. Ich sage Tschüss mit Küsschen und bis dann.